Hallo und herzlich willkommen bei einem Let's Show. Und ich habe das letzte Mal, wie ich Super Meat Boy gespielt habe, wohl den Sound ausgemacht. Das ist cool, denn die Mucke ist abartig geil. So, wir machen alles mal auf 50, beziehungsweise kommen Musik mal auf 60. So. Ich zeige euch heute Super Meat Boy. Ich werde es jetzt nicht durchspielen. Obwohl es möglich ist, es ist ein Speedrun möglich, innerhalb von 35 Minuten das Spiel von der Hauptstory her komplett zu schaffen. Das heißt, ohne Dark Worlds, ohne alles, sondern rein das hier. Ich habe schon angefangen. Fangt für euch aber nochmal an und erkläre euch kurz die Story. Dieser Fötus in einem Glas ist Dr. Fetus, der, Bandage Girl entführen will, die Geliebte von Super Meat Boy, einem Fleischklops. Und Kapitel 1 ist der Wald. Und die Framerate, die kackt gerade böse ab. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was freigeschaltet. Ich werde jetzt erstmal mit all dem hier anfangen und werde die Dark Worlds noch nicht machen. Das heißt, wir fangen jetzt ganz normal mit den Welten an. Ich kümmere mich nicht um die Warp Zones und auch nicht um die Bandages. Mit den Bandages können wir nämlich hier neue Charaktere freischalten. Ich habe bisher nur Captain Video, glaube ich. Genau. Oder Commander Video. Den bekommt man aber durch eine normale Warp Zone. So, unsere Aufgabe ist es, Bandage Girl immer in einer Stage zu retten, dabei ein paar perverse Fallen zu umgehen. Diese Fallen sind jetzt noch nicht da, jetzt ist alles noch easy peasy. Und wie gesagt, es gibt Speedrun-Techniken, wo man nur diese Level hier spielt. Und zwar, ich glaube, nur 17, weil man nur für 17 den Boss braucht. Fuck, jetzt habe ich es verkackt, ne? Okay. Das muss definitiv besser gehen. Läuft doch schon viel besser. Und ja, man muss 17 Level schaffen, um den Boss freizuschalten. Und das wurde da dann eben erledigt. So, Warp Zones machen wir nicht, die zeige ich später mal. Ist ja auch nur ein Let's Show. So, hier können wir das erste Mal sterben. Aber wir hätten auch vorher sterben können, indem wir aus dem Bild gesprungen wären oder irgendein Bug passiert wäre, indem wir durch die Wand gefallen wären oder so. Aber das ist ja nicht passiert. So, und ich werde auch bestimmt schon in Welt 1 sterben. Oh, hier kann man drüber springen, aufpassen. Und dann landet man dem aus. Ist mir jetzt auch ziemlich egal, ob ich eine A-Plus-Zeit schaffe oder nicht. Ich will an sich einfach euch nur mal das Spiel zeigen und zeigen, dass es doch relativ viel Spaß macht, obwohl später echt abgefuckter Shit wird. Weil später wird das Spiel gar nicht mehr so amüsant. So, die hier brechen ein. Das heißt, wir müssen an denen kurz haften, dass die auch einbrechen und... Oh, jetzt habe ich da aber... Wow, 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 wow. Das hätte böse enden können, Freunde. Sehr böse. So. 1-11. Fired. Komm schon, Meat Boy. Oh, sehr schön. Diese pinken Dinger, die ihr da immer seht, das sind die Bandages. Fuck, das war dumm. Jetzt ist er da oben an der Ecke hängen geblieben. Ich muss kurz an die Tür. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wenn unnötiger Besuch ansteht, ne, ist total scheiße. So, jetzt aber. Tommy's Cabin 1.13. Ich spiele das Ganze übrigens mit Gamepad. Oh, was war das denn? Wo ist er da denn hängen geblieben? Ach, an der Kante da oben, glaube ich. Super. Aber warum ich es gerade mit Steuerkreuz spiele, weiß ich selbst nicht so genau. und ich mit meinem Analogstick. Aber das Spiel wird. Was war das denn, Meat Boy? Bin ich wohl am Analogstick hängen geblieben? Habe ich zu früh rübergezogen. Die Level werden später noch richtig abgefuckt. Wirklich. Aber wenn man das Ganze jetzt erstmal ohne Dark Worlds spielt, ist das Ganze relativ noch einfach.
Wo sind wir denn jetzt? In 1.16. Das kriegt man so hin. So. Also ich bin nicht gerade ein Bro in dem Game, sagt er und starb. Oh Mann, ich wollte da oben durchspringen. Ich habe die Kante vergessen. Die Ecke. Das war eben verdammt knapp. So. Die A-Plus-Zeiten bekommt man, wenn man stirbt, so wie ich gerade, bekommt man... Mein Gamepad hakt! Die A-Plus-Zeiten bekommt man, wenn man Bandage Girl in einer bestimmten Zeit rettet. Oh. Die ist kacke. Die wird auch meistens beim Speedrun dann übersprungen, weil man muss ja nur 17 Level geschafft haben, um den Boss freizuschalten. Alter! Kacke! Und... Wie gesagt, ich zeige euch dann später die Dark Worlds. Milo wird sich jetzt kaputt lachen, weil das ist einfach der Bro in dem Game. Weil... Jetzt ohne Scheiß. Milo hat es in dem Spiel teilweise echt böse drauf. Aber nicht, weil er es kann. Sondern, weil er es einfach mit Tastatur spielt. Das ist ein kranker Bastard, der das Ganze mit Tastatur spielt. Und oh mein Gott, wer spielt das Ganze mit Tastatur? Und warum bin ich da eben durchgeklitscht? Und oh mein Gott, hol dir doch Bandage Girl. Welcher kranke Bastard spielt das bitte mit Tastatur? So, 1,20. So, die Bandage möchte ich da sogar gerne haben. Fuck! Ich bin so ein Idiot. Sagte er und starb erneut. Die Frames sind auf 20, das beunruhigt mich teilweise so ein bisschen. Jetzt sind sie wieder auf 30. Komm, schieß. Ich brauche keine Abschlusszeiten mehr. Oh mein Gott, Meatboy, was machst du? Warum bleibst du da oben hängen? Ich will die Bandage haben. Ich habe jetzt zwar gesagt, ich sammle die Bandages nicht ein, aber ich tue es jetzt einfach mal. Mann, diese Bandage ist so verfickt einfach. Fuck, Meatboy! Fuck, Meatboy! So, Abfluss brauche ich ja, wie gesagt, nicht mehr. Habe ich ja in diesem Level, glaube ich, schon. Gott, Meatboy, bitte schnell! Ah, es laggt, es laggt, es laggt. Und ich habe die Bandage, sehr schön. So, jetzt kommen wir schon zum Boss des ersten Chapters. Sag mir, diese FPS-Zahl kotzt mich gerade echt an. Ich mach mal was, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hab gerade mal kurz das Spiel neu gestartet und im Taskmanager ein paar Prozesse beendet. Ein paar, die ich jetzt nicht brauche, aber trotzdem laggt es jetzt umso mehr. Das ist schön. Lil Slugger ist unser erster Boss. Sieht mit Lagging übrigens episch aus. Mit den 30 FPS. Sieht sehr geil aus. Ich liebe meinen Laptop. Meinen überkrassen Zocker-Laptop. Laptops sind einfach nicht zum Zocken ausgelegt. Aber alles ist besser als mein Rechner. Nein, nicht den Wald anzünden! Du bist so böse, Dr. Fetus. Warum tust du das? So, wir müssen vor Dr. Fetus jetzt abhauen. Das ist unser erster Boss. Abhauen. Hopp! Da wäre ich doch fast reingesprungen. Nein! Alter! Kacke! Lagging, danke für nix. Wenn es laggt, ist der Sprung natürlich umso geiler zu schaffen. Man, irgendwie laggen meine Let's Shows irgendwie alle. Das ist komisch. Und jetzt spring da durch, Meatboy. Komm schon, wir haben's gleich. Meatboy, lauf! Diese scheiß Kreissäge. Was dreht die sich auch so langsam?
Aber die Musik ist abartig geil. Da hat Danny Baranowski, oder wie er heißt, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall genial. Er hat auch die Musik zu Isaac gemacht. Sind ja auch die Macher von The Binding of Isaac. Wobei aber Meat Boy das erste Spiel war. Beziehungsweise gab's ein Spiel vor Super Meat Boy von denen? Ist halt ein Indie-Game. Gibt's auf Steam zu kaufen. So. What the lag, muss man da eigentlich schon sagen. Also ich habe den Boss beim ersten Mal spielen geschafft, ne? Weil es auf 60 FPS lief. Verdammte Scheiße. Lern sprechen. Und oh mein Gott, ich reg mich schon wieder so auf. Bei 30 Grad in meinem Zimmer. Das ist, glaube ich, nicht sehr cool. Lauf, Meat Boy, lauf. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, endlich. Gott sei Dank. Warum so wenig FPS? Was stimmt denn da nicht? Ich hasse es, dass Fraps so ein großer Prozess an sich ist, ne? Weil der macht es eigentlich kaputt. Wenn ich Fraps auf 60 FPS stelle, was passiert dann überhaupt? Auf 30 FPS läuft das Spiel übrigens halb so schnell, ne? Meat Boy! Tja, da klaut er sich einfach Bandage Girl und haut nochmal ab. Tschüss! Tschüss, Dr. Fiedes, wir sehen uns in Chapter 2. Was er angerichtet hat. Sind alle Eichhörnchen tot? Oh Mann. Ist voll scheiße. Oh. Und es geht so verdammt langsam, wegen dem Lagging. 30 FPS geht. So einigermaßen. Oh ne, eins hat überlebt. Oh mein Gott. Wie traurig. So verdammt traurig. Oh mein Gott. Get up, motherfucker! So. Ja, was heißt complete? Die Dark Worlds zeige ich später. Später. Kommt alles noch, ja? So, aber Chapter 1 wäre damit beendet. Teilweise. Ja, also die Light World wäre jetzt beendet. Jetzt kommt Chapter 2, The Hospital. In dem habe ich noch gar nicht so viel gespielt. Ah. Herzlich willkommen bei Let's Play Castle Meat Boy. The Hospital. Egal, weiter geht's. Komm schon, ich will spielen. Ich will Unreal Tournament spielen. Der Escape-Knopf fehlt. Wo ist der Escape-Knopf? Muss ich irgendwas drücken? Ah ja. Ihr seht, ich hab da noch gar nicht so viel gespielt und bin in dieser Stage auch noch gar nicht so geübt. Und mit dem Laggen macht es bestimmt verdammt viel Spaß. Wie gesagt, ich mach das jetzt nicht für irgendeine Abschlusszeit. Ich mach das jetzt einfach mal so, um euch das Spiel ein bisschen zu zeigen. Ups! Da macht's mit dem Lagging einfach mal gar keinen Spaß mehr. So, keine Ablusszeit, ist ja auch scheißegal. Man das anders. So nämlich. Oh, die will ich haben.
fucking want that bandage. Ich probier's jetzt einfach, diese Bandage zu holen. Höp. Du sollst da nicht so... egal, Meatball, egal. Nicht aufregen. Ich reg mich teilweise eher über die Lags auf. Ach ja, ich sollte auch wieder mit Analogstick spielen, nicht mit Steuerkreuz. Okay, wir spielen weiter mit Steuerkreuz. Gott, es laggt gerade so abartig, das... Ach, Mann! Ich muss doch da einfach nur... Oh Gott, ich hätte es fast gehabt. Fast. Nein! Was fällt dir ein, Meat Boy? Wo bist du gestorben, Meat Boy? Du hast doch da gestanden. Komm schon. Aber die Musik ist wie immer abartig geil in diesem Spiel. Alter, diese Bandage ist so verfickt einfach, ne? Sie ist sowas von verfickt einfach. Ich krieg's einfach nicht hin. Klar, ich schieb das jetzt bestimmt wieder auf den Lag, aber bei einer Anzahl von, 20 FPS absteigend. Ach, wisst ihr was? Wir scheißen einfach auf die Bandage. Nein, Meat Boy! Fuck! Ah! Mann, das Level ist echt nicht schwer. Das zweite Chapter ist genauso easy peasy wie das erste, sagt er und sprang nicht, beziehungsweise mein Controller hakt. Beziehungsweise ich muss die Tasten noch so verdammt tief eindrücken, dass der springt. Kennt ihr das, wenn man beim Controller die Tasten eindrücken muss, weil sie hängen? Meat Boy, spring doch, verfickte Scheiße! Alter! Jetzt soll's nicht springen. Ich frag mich immer, woran er da stirbt, weil der klemmt doch da an der Wand und jetzt kommt Milo und sagt, ja, da ist eine Spritze, die noch daneben rausfällt. Ja, ja, Milo, ich weiß. Also lass den Klugscheißer nicht raushängen. Ich weiß, dass du das Spiel kannst und ich nicht. Aber du spielst das Spiel ja auf 60 FPS und nicht auf 17 gerade. 17 FPS gibt dir den Scheiß. Und außerdem hast du kein kaputtes Gamepad. Du bist so kaputt und spielst das Ding mit Tastatur. Yeah! Ich sollte auch einfach dabei bleiben, wenn ich sage, ich hole mir keine Bandages. Ach so, natürlich kann ich da nicht springen, weil ich dachte, das Ding feuert. Komm, Feuer. Klar. Das habt ihr eben auch gesehen, ne? Er ist da eben voll durch die Wand gerannt, ne? Das habt ihr eben gesehen. Krieg ich das nochmal hin? Schade eigentlich. Alter! Fuck that fucking stage! Ohne Scheiß! Da muss man die kurzen Sprünge machen. Und ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Da war gerade reine Glückssache. Oh, neues Feature. Ventilatoren. Sehr schön. Oh ja, Meat Boy. Cool. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie man die Stage machen soll. Also, bin da gerade echt ein klein wenig aufgeschmissen. Gut, dann müsste ich das anders machen. Hoch da, Meat Boy. Hoch da und Bandage Girl. Die große Leere. Oh nein, Meat Boy, Meat Boy, Meat Boy, Meat Boy! Ja, da unten ist aber eine Bandage, gut zu wissen. Nein, Meat Boy! Hol dir die Bandage! Fuck you. ich hasse diese Ventilatoren-Kacke, ne? Freaking hate it. Was? Meat Boy, springen! Warum? Gerade wieder. Wenn es einfach laggt, springt er einfach nicht. Danke, Meat Boy. Oh nee, nicht sowas. Aber man kann es. Ich kenne da einen Trick.
Komm schon! Sehr schön. Dann habe ich euch den mal auch mal gezeigt. Ein kleiner Skip. Ich denke, den kennt aber so ziemlich jeder. Genauso wie den hier, wenn man das nicht sogar so machen muss. Oh nee, so muss man das nicht machen. Oh, aufpassen mit... Komm schon, Meat Boy. Fuck you, Meat Boy. Fuck you, Meat Boy. Eben hat es doch auch so gut geklappt. Okay, warum ist er da eben durchgefallen? I don't know why. So. So. Und dann sterben wir in der roten Soße. Genial. Nein, Meat Boy! Meat Boy! Spring in das Loch! That's what she said! Komm schon, Meat Boy, komm schon. I know you want it. Ich stell mich aber auch an, ne? Oh, fuck you. So. Ich stell mich heute aber auch... Das war jetzt echt kacke. Oh, komm schon, Meat Boy, komm schon. Lagging, hallo, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Fuck you! Mann, ich muss doch da nur noch rein, Mann. That's what she said. Oh, nee. That's not what she said. Hopp, sehr schön. Dark World Stages schaltet man übrigens nur frei, wenn man in der Light World ein A-Plus hat. Das heißt, es ist doch schon zwingend notwendig, wenn man das Spiel auf 101% schaffen will. Jetzt habe ich eben nicht aufgepasst, weil ich geredet habe. Wenn man das Spiel auf 101% schaffen will, muss man also alles auf A-Plus schaffen. Und die Dark Worlds auch. Halt, ne? Also 101% ist aber auch verdammt schwer, weil man dann echt alles haben muss. Alle Bandages, die Dark Worlds müssen komplett sein, alle Charaktere. Das gehört halt eben dazu. Obwohl, sind die Charaktere notwendig? Ich bin viel zu langsam für diese Stage. Muss mich aber auch erst in diese Stage einfinden. Ich kenne die, glaube ich, nämlich gar nicht. Also ich kenne sie natürlich von Let's Plays und so. Ich habe Let's Plays dazu gesehen. Ich habe gestern einen Speedrun gesehen von DK. Der das Ganze nachts um 1 irgendwie in einer halben Stunde gemacht hat. Also komplett alles, aber halt, was heißt komplett alles? Also alle Level, nee, auch nicht alle Level. Fuck, das wär's gewesen, wenn er gesprungen wäre. Danke, Lagging. Hat 17 Level, alle 17 Level der Dark World, der Light World gemacht. Hat dann den Boss gemacht und das ist eigentlich der Speedrun dabei. Also nicht irgendwie jetzt meinen, da hat's nicht drauf. Fuck you. Weil Lagging, was soll das? Ich lass mich jetzt umbringen. Ich kann's nicht mehr sehen. Diese verfickte FPS-Zahl, die von 10 auf 20, von 20 auf 17, von 17 auf 15 steigt, von 15 auf 14, von 14 dann wieder auf 20 hoch, zwischendrin mal wieder auf 30. Ich kann's nicht mehr sehen. Genau so läuft es gerade übrigens auch ab, ne? Mit dieser FPS-Scheiße da. Ich kann's echt nicht mehr sehen. Kotzt mich an. Und das Schöne ist, es liegt einfach teilweise einfach an Fraps. Weil Fraps ein Prozess ist, der, glaube ich, 200.000 K verbraucht. Und Meat Boy dann noch dazu und mein Laptop super. Und bei mir im Zimmer sind es einfach gefühlte 23 Grad. Ich schwitze mir hier die Sau weg. Es ist gerade die Zeit, wo die Sonne prall auf mein Fenster scheint. Und ich das Fenster natürlich zu haben muss, weil wenn man aufnimmt, fahren halt gerne mal Autos und LKWs vorbei. Und dann wird es einfach mal gerne laut und das Mikro fängt das halt gerne auf. Kann ja auch nichts dafür. Und oh mein Gott, wir haben Gott sei Dank endlich mal die Stage geschafft. Und das in einem A-Plus-Rang. Das war zwar definitiv kein A-Plus, denke ich mir. Ach, da kann man durch. Da kann man bestimmt nicht durch. Aber da war bestimmt wieder glitchy und buggy.
Achtung, spritzen. Spring doch ab, Meat Boy. Spring doch ab. Passt doch auf. Oh, das sind wieder so Fleischviecher. Bewegt ihr euch mal schneller. Ich meine, ich will jetzt keine Abschlusszeit hinlegen, aber... Oh, fuck. Oh nein, da war Bandage Girl. Das musste jetzt einfach mal so geschrien werden. Oh, mir tun die Finger weh. Weil ich spiele das Ganze ja auch nicht mit Xbox-Pad. Und das Lustige ist, das Spiel ist auf dem Xbox-Pad ausgelegt. Yay. Das heißt, das ist gerade schon eine kleine Fingerakrobatik für mich. Ah, da unten kann man nicht stehen. Okay, gut zu wissen. Ja, ist eine kleine Fingerakrobatik-Kacke für mich hier. Weil man irgendwie die Konfiguration auch nicht umändern kann. Zumindest wüsste ich nicht wie. Ich weiß, dass im Option-Menü irgendwie was ist mit Config-Set, aber ich weiß nicht, ob man das verändern kann, weil da wird eigentlich nur angezeigt, wie es auf dem Xbox-Pad ausgelegt ist. Und kann man das skippen? Bin ich mal... Ob man das skippen kann? Oh Mann, 12 FPS sind einfach der absolute Abfuck. Wirklich. Komm schon, Meat Boy, spring! Vielleicht wäre das mit meinem alten Gamepad doch besser. Vielleicht. Ah, fuck! Ich bin mir sicher, dass man das skippen kann. Dass man da drüber springt. Alter, ohne Scheiß, was ist das für eine Buggy-Scheiße? Ich glaube, das ist, wenn es laggt, dass dann einfach eine Textur nachgibt. Wie soll denn das bitte Speedrun-mäßig zu machen sein? Indem man da drüber springt, ja, ne? Komm schon! Sehr schön! Dauert bei mir so ein bisschen. Ich bin nämlich der totale Noob in dem Spiel. Mein Gott, das ist ja... Ach so! Okay, ich habe die Pfütze da unten übersehen. Was seid ihr überhaupt für Meatball-Geschöpfe? Aus einer anderen Welt? Eieiei. Die bewegen sich aber auch so langsam, ne? Aber gut, das Prinzip von dem Level ist relativ einfach und klar. Darüber. Nächstes Level. Lagging. Extrem geil. Oder ist das Level? Da kann ich sogar die Bandage bekommen. Die Bandage ist eigentlich relativ... Naja, die geht so. Komm schon, Meat Boy. Das kriegen wir hin. Wenn eben... Naja, ich sag's jetzt nicht mehr, ne? Mit dem Lagging. Hier müssen wir den Schlüssel daneben bekommen. Um das Ganze auch dann... um dann auch stylisch zu sterben. Das ist auch so eine Stage, die gerne beim Speedrun übersprungen wird, weil hier es einfach zu verdammt dumm Toden kommt, ne? Vor allem, weil man auch nicht immer das mit diesen Ventilatoren da genau abfangen kann, weil die meisten manchmal auch einfach verdammt rumbuggen. Das sind wie die Gravitationskugeln aus Chapter 5. Ob wir zu denen heute noch kommen, bezweifle ich, aber stark. Mann, Meat Boy, dann spring doch auch rein! Danke. Ist doch gar nicht mal so schwer. Meat Boy... Wenn man zu weit reinspringt, um die Bandage zu holen, stirbt man. Warum kann er da oben nicht durch die Wand dann klitschen? Das wäre eigentlich verdammt super. Sonst klitscht er immer durch die Wand, nur da nicht, oder was? Na super. Oh, komm schon, Meat Boy. Fick dich. Komm schon! So schwer ist die Stage echt nicht. Die ist einfach nur verdammt dumm. Schon vom Sound her stimmt alles. Wenn nicht, kommt dieses Video einfach mal nicht hoch. Ein Let's Play wird es dazu eher nicht geben, weil...
Ja. Nee. Das ist schon echt anstrengend, dazu dann ein Let's Play zu machen. Und das hier wird auch verdammt anstrengend. Klar, spring einfach mal nicht, Meat Boy. Was soll das eigentlich? Das ist so ein kleines Wettrennen. Meat Boy, warum springst du da nicht? Hä? Danke. Ernsthaft? Er springt einfach nicht mehr. Ach ja, natürlich. Komm schon, leck mich am Arsch. So muss das sein. Das ist das. Das Level kenne ich sogar noch. Aber aus dem Speedrun, das habe ich nie selbst gespielt. So, jetzt geht's hier nämlich ab. Oh. Ich muss mal auch einen Schlüssel holen, ne? Hä? Ich hab doch den Schlüssel geholt. Ach, ja, jetzt auf einmal. Komisch. War ich da zu schnell oder? Ja, wahrscheinlich war ich da zu schnell. Okay. Bazillen sollen das wohl sein. Zumindest sieht's ja von der Form her wie für mich wie Bazillen aus. Da hinten der Schlüssel ist für die Bandage, aber die will ich ja nicht. Vorerst nicht, also die hole ich mir dann. Ist ja kein Let's Play. So, den Schlüssel mag ich hier haben. Oh nein! Oh, Vorsicht! Fuck! Ja, das wird jetzt schon eine kompliziertere Sache. Ich brauche auch viel, viel länger als für... War das ein Bug, dass ich da nicht sterbe? Ist ja auch egal. Brauche ich viel, viel länger für... wie für The Forest. Aber gut, The Forest habe ich auch schon 5000 Mal gespielt. Die Light World. Das hier ist jetzt so gesehen das erste Mal, wo ich die komplett spiele. Oder das zweite Mal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Weil zwischendrin wurde mal mein Spielstand gelöscht und... Oh mein Gott, Meat Boy! Ich habe nicht gedacht, dass er da durchkommt. Und da habe ich aufgehört zu rennen. Ah, toll. Zu viel Schwung gehabt. Achtung! Ich bin mal gespannt, wie viel Gigabyte für diese Fuck-Aufnahme hier drauf gehen. Ah, ich muss da mit einem Rutsch durch. Ich darf da nicht stehen bleiben. Meine Finger tun weh wegen der Fingerakrobatik, die ich ja machen muss. Ich habe gesagt, ich muss da mit einem Zug durch. Das war doof. Das war zu hoch. Ja, Meat Boy kommt schon. Ja, so muss das laufen. So, jetzt lass uns mal das Level hier schaffen, Meat Boy. Sagt er und starb. Ist immer noch cool. Ja, sehr schön. Sehr schön, Meat Boy. Und jetzt einfach nur noch... Holy fuck! Holy fuck! Dadurch, danke. Was auch immer er da tut. Er tut nicht das, was er tun soll. Das ist Meat Boy. Congratulations. Da soll er nämlich eigentlich abspringen. Ah, Meat Boy, was machst du, gottverdammte Kacke? Ich hasse ihn. Mein Gott, wer 14 Sekunden bei der Stage braucht, er ist einfach nur abartig kaputt. So wie ich. Ja, vielleicht liegt es auch echt am Lagging. Vielleicht läuft die Zeit auf 60 FPS und ich laufe auf 30. Das wäre eigentlich verdammt mies, ne? Meat Boy, du hättest da abspringen sollen. Wollte ich nur mal so dazu gesagt haben. Meat Boy, warum springst du nicht mehr? Er springt einfach nicht mehr. Gott, verfickte Kacke. Fuck! Oh, cool. Ich habe eben gedacht, ich sterbe. Ich bin gerade in einem Massending von... Oh, fuck, Laser! 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 Laser!
Da ist er. Ohne Bandage. Womit habe ich die denn verdient? Ah ja, gar nicht. Okay, gut. Komm schon, Meat Boy. Ach, fick dich. Laser! Ist auch egal. Laser! Komisch. Oh. Darf ich nochmal starten? Ja, gut. Oh mein Gott, Meat Boy. Fuck! Eine Sekunde zu früh. Ah, das hätte ich auch so geschafft. Ist auch egal. Ich gehe lieber auf Nummer 10. Fuck, Meat Boy, was machst du? Oder was mach ich, ist eher die bessere Frage. Oder was macht mein Gamepad? Gottverfickte Kacke. Gott, das Spiel mit Analogstick zu... Stick, ja. Mit Analogstick zu spielen ist, oh mein Gott, die größte Kacke, die es gibt. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ah, Mann. Das, eigentlich wollte ich das gerade gar nicht aufnehmen. Ich wollte eigentlich was komplett anderes machen. Meat Boy, spring doch einfach. Danke. Scheiß auf Abfluss. Wo sind wir denn jetzt? In 1.18. Holy no. Holy no. Entschuldigung. Ah! Oh mein Gott. Fuck! Nein, alter Meat Boy, abspringen. Abspringen. Ich wusste auch vielleicht, von der anderen Seite ist vielleicht besser, wenn man da reingeht. Nein. Soll doch warten, bis der Laser dann weg ist. Es ist aber machbar. Es ist. Aber Welt 2 ist an sich echt kein großes Problem. Man sollte dann auch nicht in diesem verfickten Laser stehen. Sehr schön. Die letzte Stage vor dem Boss, der Daybreaker. Das heißt, die Stage, der Boss wird ein komplett anderer sein. Ich weiß gar nicht, ob man den Boss, der da schon kommt, in meinem Binding of Isaac Let's Play hatte, ob da irgendwann noch eine Folge kommt. Ah, cool, du bist so gesprungen, obwohl ich das gar nicht wollte. Obwohl, wenn da, ob da noch irgendwann eine Folge kommt, weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung, guckt ja eh keiner. Die Gegenfrage ist, guckt überhaupt jemand meine Videos? Ja, natürlich, aber warum? Ist da die bessere Frage. Warum guckt jemand meine Videos? Frage ich mich übrigens öfter. Wie muss ich das da jetzt machen? Ach, das ist so eine Stage. Ja, okay, dann weiß ich, was ich jetzt mache. Wir machen so den Boss. Wir haben den ja schon freigeschaltet. Ne? Chat! Cute, huggable, adorable, deadly. So viel bedeutet die Abkürzung Chat. Er bekommt sie einfach nicht rein. Genialer Typ. Hiya! Nach dem Boss werde ich auch die Aufnahme beenden. Ich zeige jetzt also keine Dark Worlds. Obwohl doch, die zeige ich noch schnell. In Welt 1.
ein paar, aber nicht alle. Warp Zones, weiß nicht, ob ich die zeige. Warp Zones werde ich kurz erklären. Also das sind so Anekdoten an uralte Videospiele von Game Boy oder NES, wo man dann auch eine typische Super Meat Boy Stage im Super Mario Bros. Style, also mit 3 Leben bewältigen muss. 3 Leben pro Stage. Jede dieser Warp Zones hat 3 Abschnitte, in denen man extra Bandages bekommt und Bandage Girl. Ja. Ist also sowas. Hallo Chat! Ich liebe Chat. Ich habe den auch als Stofftier hier. Ist eigentlich ein recht simpler Boss. Vor dem muss man nur immer irgendwie abhauen. Bleib doch da oben mal stehen, Meat Boy. Wir sterben. Weil irgendwie Lagging extrem ist ganz komisch. Weil Meat Boy irgendwie dann nicht das macht, was er eigentlich soll. Was? Was? Er klitscht überall durch! Super, Meat Boy, echt super. Ich finde deine Klitsch-Attacken da echt super. Komm schon, Chat. Das Bild kann jetzt auch mal nach oben scrollen. Dauert ja überhaupt nicht lange, Gott sei Dank. Was soll das? Trollt der mich da? Oder macht er das noch am Anfang? Hallo, 25 FPS, herzlich willkommen. Der trollt mich. Also, muss ich einfach mal da in der Mitte stehen bleiben, oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Also, ich weiß es schon, aber irgendwie ist es gerade voll für den Arsch. Weil das Level gerade nicht funktioniert, dank den Lags. Pass auf, ich zeige euch einfach die Dark Worlds, weil das Level einfach nicht funktioniert gerade. Und ich will euch das jetzt auch nicht antun. Das heißt, wir gehen jetzt in Chapter 1. Ja, Chat, wir sehen es dann gleich. So. Zeige ich euch noch ein paar Dark Worlds. Bei dem Lag bestimmt ultra geil. Und dann... Ja, kennen wir alles. Wow, 7 FPS, wow! New Record, Mann! Ich muss die Aufnahmen beenden. Also, ein paar Dark Worlds zeige ich euch jetzt noch, so ein paar Level aus der Dark World. Das sind eigentlich dieselben Level wie in der Light World, nur auf extrem asozial scheiße. Ihr erinnert euch an das erste Level, das war an sich relativ einfach, weil man da einfach nur zu Bandage Girl springen muss. Hier kann man sterben. Aber Meat Boy, dann spring doch einfach. Ist nicht so hoch, Alter, wirklich Meat Boy. Oh Mann, Meat Boy, spring, bitte. Was zur Hölle? Alter Meat Boy, ich hasse dich. Danke. So, das sind die Dark Worlds. Drück einfach nicht die Taste, ohne Scheiß. Jupp, da wäre ich fast durch das Bild geklitscht. Ah! Also das sind die sogenannten Dark Worlds. Dass man das jetzt so auch mal kennt. So, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Und konnte euch dazu vielleicht überwältigen, es sich vielleicht zu kaufen für alle Jump'n'Run-Fans, die eins an der Waffel haben, das Spiel mit Tastatur spielen wollen, wie Milo. Bitte.
Ansonsten spielst du nicht mit dem Gamepad, das ich habe. Das ist nämlich total scheiße. Mit Xbox Gamepad ist es echt geil. Kann ich mir vorstellen. Obwohl, Milo sagt, mit Tastatur ist es auch extrem geil. Nee, sagt er. Obwohl, hast du das schon mal gesagt? Milo, schreib's doch mal in die Kommentare. Um jetzt einfach mal ein paar andere Let's Player zu zitieren, die alles wissen wollen, was ihre Abonnenten so machen. Habt ihr auch Hodenkrebs? Wenn ja, schreib's doch mal in die Kommentare. So auf die Art, ne? Knallt ihr auch regelmäßig eure Mutter? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Habt ihr auch Akne, so wie ich? Also, nee, hab ich nicht, aber... Habt ihr auch Akne, so wie ich? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall beenden wir das Spiel hier. Weil ich muss jetzt echt die Aufnahme beenden. Ich muss auch gleich weg. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim nächsten Let's Show, Let's Play. Let's Play something quick, let's trash, whatever. Super Meat Boy war das hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt euch hat ein bisschen Spaß. Ihr habt euch ein bisschen über meine Noobhaftigkeit und Scheiß aufgeregt. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Tüdelü.